Ja, servus zusammen zu diesem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Und zwar geht es heute mal wieder um das Thema LED-Beleuchtung, Smart Home. Und da gibt es von der Firma GUWI ein relativ neues Produkt, welches ich mir jetzt mal bestellt habe. Und zwar handelt es sich dabei hier um einen GUWI Lichtschlauch. Ähnlich wie von der Firma Philips, den Philips Hue Lichtschlauch gibt es ja auch eben als Konkurrenz. Aber der Schlauch von der Firma GUWI ist deutlich preiswerter. Ich habe dafür bei Amazon ungefähr 149 Euro bezahlt. Ist jetzt nicht viel günstiger als das Philips Produkt, aber doch um einiges günstiger. Und oftmals gibt es dann auch einen Gutscheincode über Amazon, wo man sich nochmal 30 Euro sparen kann. Also liegt man dann irgendwo noch bei 120 Euro. Den Schlauch verlinke ich euch unten natürlich wieder in der Videobeschreibung. Der Schlauch hat insgesamt eine Länge von 5 Metern und hat eben den Vorteil, dass man verschiedene Lichtzonen mit der GUWI-App steuern kann. Ein weiterer Vorteil davon ist, dass das Ganze in so einer Kautschukhülle ist und man die einzelnen LEDs im Gegensatz zu einem normalen LED-Streifen oder so ein LED-Stripe quasi nicht sieht und die Farben somit einen sehr fließenden Übergang machen können. Insgesamt sind wieder über 16 Millionen Farben damit möglich. Man kann warmweiß, man kann es auf Tageslicht oder auf cool oder kaltweiß einstellen. Der Lichtschlauch ist sogar für außen geeignet. Allerdings das Netzkabel und der Trafo sind nicht wasserdicht. Also sollte man das Ganze beispielsweise im Trockenen verstecken oder im Trockenen verbauen, besser gesagt, und nur der Lichtschlauch soll dann höchstens im Außenbereich sein. Ich habe mir das Ganze jetzt aber gekauft, eben für mein Arbeits-Gaming-Zimmer und möchte den Schlauch eben an die Wand machen. Und GUWI verspricht, dass man mit dem Schlauch eben auch sehr viele Möglichkeiten hat, das Ganze an die Wand zu machen, also verschiedene Muster, Schriftzüge und so weiter damit gestalten kann. Und ob das möglich ist, das probieren wir in diesem Video jetzt mal aus. Im ersten Schritt packen wir erstmal diesen Karton hier auf oder aus. Das Ganze kommt wie von GUWI mittlerweile gewohnt, schön verpackt. Man hat hier noch eine Bedienungsanleitung. Hier unten wieder relativ wichtig, ich hoffe die Kamera fängt es einigermaßen ein. Ja, mag nicht. Hier unten hat man nochmal die Modellbezeichnung des Lichtschlauchs. Das Ganze ist dann gleich für die App relativ wichtig. Dann kommt hier schon der Lichtschlauch selbst, gut verpackt hier mit so Klettbändern. Ist auch schon angeschlossen. Hier hat man, wie man von GUWI kennt, diese normale kabelgebundene Fernbedienung mit Anschalten, die verschiedenen Modis, die man wählen kann. Und dann halt auch eben noch, glaube ich, die Helligkeit müsste das sein. Ansonsten verbirgt sich in der Verpackung noch das Netzteil. Und man hat hier von 3M verschiedene Halterungen. Die sind am Ende dafür da, also auf einer Seite selbstklebend, und die sind am Ende dafür da, dass man den Lichtschlauch eben in die gewünschte Form an die Wand bringen kann. Ja, sind einige mitgeliefert, sind insgesamt 2 Packungen. Und man hat hier auch noch Dübel und jede Menge Schrauben, um das Ganze dann auch sicher an die Wand zu bohren, wenn man das möchte. Ich werde es aber jetzt in meinem Fall wahrscheinlich erstmal nur kleben. Mehr ist in der Verpackung nicht mehr drin. Wir schließen das Ganze jetzt einfach mal an und verbinden es mit dem Handy, mit der App. So, wie ihr seht, der Lichtschlauch ist in der Standardeinstellung jetzt hier auf Töne oder Sprache eingestellt. Also wie ich rede, so reagiert das Ganze. Sieht schon mal ziemlich cool aus, weil man wirklich keine LEDs sieht. Und um das Ganze jetzt wieder mit dem Handy zu verbinden und mit der App zu verbinden, habe ich euch ja vorhin schon mal gesagt, hier einfach bei dem User Manual unten das Modell sich merken, H61A2. In der GUWI App gehen wir jetzt einfach hier oben auf das Plus und dann gehen wir hier oben auf die Suche. Und bei der, oder in der Suche geben wir jetzt das Modell ein, H61A2. Und dann hatte ich hier den Schlauch schon gefunden. Hier zeigt er mir das Gerät tatsächlich auch schon an. Wir verbinden das Ganze. Jetzt sollen wir am Gerät einmal hier oben die Power-Taste drücken. Das habe ich jetzt gemacht. Es wird gekoppelt. Jetzt könnt ihr hier beispielsweise den Namen ändern, dann auf Fertig
Jetzt sucht er sich einen Wi-Fi. Er nimmt ja gleich schon unseres, weil die Goovy-App ja schon mit dem WLAN bei uns verbunden ist. Wir gehen auf Fertig. Vermutlich wird er jetzt wieder ein Update machen, wie bei den meisten Goovy-Geräten. Genau, die WLAN-Verbindung war erfolgreich. Jetzt verbinde das Ganze noch. So, und jetzt sind wir hier schon in der App drin. Die App ist wie bei allen anderen Goovy-Produkten genau gleich aufgebaut. Im Endeffekt, man hat hier wieder das Effekte-Labor, man hat einen Timer, den man einstellen kann, man kann hier die Helligkeit reduzieren oder hochfahren und man hat eben dann die verschiedenen Modis wie Musik, was jetzt gerade standardmäßig eingestellt ist, oder man kann auch über Farbe hier die einzelnen Zonen des Lichtschlauchs ansteuern, an- und ausschalten oder auch verschiedene Farben quasi innerhalb des Lichtschlauchs einstellen. Und hier könnt ihr auch nochmal die Helligkeit hochfahren. Ansonsten hat man hier oben noch verschiedene Szenen. Das ist auch wie bei den normalen LED-Stripes. Hat man hier alle Möglichkeiten von Alarm bis Business über Arbeit hier gewisse Standard- oder voreingestellte Szenen eben zu nutzen. Und man hat noch Do-It-Yourself, wo man dann komplett selbst hier sich ein Lichtkonzept erstellen kann. Ja, ansonsten gibt es jetzt in der App nicht mehr allzu viel zu entdecken. Jetzt bringen wir das Ganze mal an die Wand und dann probieren wir einfach mal ein paar Lichtszenen aus. So, und um die Wandhalterungsclips jetzt quasi an diesen Lichtschlauch zu machen, ist es wirklich ganz einfach. Ihr zieht hier hinten das Klebeband ab, damit könnt ihr es an die Wand kleben. Und die andere Seite dieses Clips wird hier einfach auf die Lichtleiste gesteckt, hält dann auch bombenfest und lässt sich jederzeit wieder entfernen. So, ich habe den Lichtschlauch jetzt hier mal wirklich sehr, sehr professorisch einfach an die Wand geklebt, um fürs Video zu zeigen oder zeigen zu können, was da jetzt alles soweit machbar ist. Und zwar kann man jetzt hier über die App, wie ich vorhin schon gesagt habe, eben verschiedene Zonen hier anwählen und kann die beispielsweise andersfarbig machen. Sieht dann am Lichtschlauch beispielsweise so aus. Oder ihr könnt das Ganze hier lila machen oder aber ihr könnt auch über die Szenen, die ich vorhin schon angesprochen habe, könnt ihr beispielsweise verschiedene Szenen einstellen. Also hier ein recht wilder Farbverlauf, den man machen kann. Man kann hier romantisch anklicken, dann ist das Ganze rot. Man kann hier auf Film gehen, man kann beispielsweise auf Business gehen und man hat auch die Möglichkeit hier noch energetisch beispielsweise Traumland, aufgeregt oder man hat auch die Möglichkeit hier so eigene Lichtbalken laufen zu lassen. Also wie ihr seht, das sind wie bei allen anderen Goovy-Produkten der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wie gesagt, es ist da auch möglich, eine Gitarre zu formen, eine Katze zu formen. Man kann sich da sein eigenes Logo an die Wand machen, wenn man da etwas kreativer ist wie ich. Aber für dieses Video wollte ich einfach mal zeigen, wie der Lichtschlauch soweit aussieht, wie er funktioniert, wie man ihn in die Goovy-App wieder einbindet. Und wenn euch das Ganze gefällt, so ein Lichtschlauch, schaut wie gesagt unten in der Videobeschreibung mal vorbei. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert fleißig und abonniert den Kanal. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao und servus.